Daniel Bermann, 1:0 Auswärtssieg in Halle. Wie schwer war die Aufgabe heute? Ja, ich glaube, hat man am Spiel gesehen. Halle hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben kämpferisch stark dagegen gehalten. Wir haben gut verteidigt. Klar gab es die eine oder andere brenzlige Situation, wo wir dann das Quäntchen Glück hatten, aber wir haben am Ende 0 gespielt. Ja, die 2-3 Momente, die wir nach vorne hin hatten, da haben wir eine von super ausgespielt und ja, so gewinnt man 1-0. Freitagabend, ein schönes Wochenende. Ja. Im Stile einer Spitzenmannschaft könnte man das heute so betiteln, weil vielleicht also mit der ersten Chance ein Tor gemacht, danach ja, clever und gut auch verteidigt, ein 1-0 Auswärtssieg, also viel besser geht's nicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Eine Spitzenmannschaft macht auf jeden Fall das 2-0 und eine Spitzenmannschaft bleibt auch in der einen oder anderen Situation mit Ball einen Ticken ruhiger, spielt das dann ein bisschen kontrollierter. Das haben wir nicht so gemacht. Trotzdem war es schon gut, weil wir hatten nicht viel nach vorne und wir haben wenigstens diese eine Situation genutzt, super gespielt, Chance super ins lange Eck und war wichtig. Du wirst zwar auf die Mannschaft gucken, aber ich glaube, ein extra Lob heute auch an dich. Ich glaube, was du alles rausgeköpft hast, also so viele auch brenzlige Situationen, die du gelöscht hast, hast du schon auch während der 90 Minuten ein gutes Gefühl wegen deiner eigenen Leistung? Ja, ich bin ja Verteidiger und ich freue mich auch teilweise auf diese Situation. Dann einfach, wenn es dann im 16er geht, da wo das Geld verdient wird, da will man gerne und gut verteidigen. Und ein bisschen weniger wie heute wäre nicht verkehrt, aber trotzdem, das gehört manchmal auch dazu. Und von daher haben wir das gut wegverteidigt. Das war ja nicht nur ich, das war Max, Köhli davor, die Außenverteidiger. Wir haben es einfach gut gemacht und alleine hält man sicherlich nicht die Null, sondern das haben wir wirklich zusammen super gemacht. Wie geht man jetzt in so ein Wochenende mit einem schönen Auswärtssieg und guckt dann mal, was die anderen machen? Oder geht dann doch der Fokus direkt auf Mittwoch, Jeddelo, ein brutal wichtiges Spiel? Ja klar, brutal wichtiges Spiel. Trotzdem glaube ich, dass wir jetzt kurz den Sieg genießen dürfen und auch müssen, weil das gehört dazu. Und ab spätestens Montag ist dann der Fokus natürlich auf das wichtige Pokalspiel am Mittwoch. Lass uns da noch 3 Worte zu verlieren. Ein Regionalligist, der glaube ich auch eine gute Rolle in der Regionalliga spielt, wird glaube ich wieder ekelig, oder? Klar, auch wieder ein Flutlichtspiel auswärts beim Klassentieferen. Ist klar, dass das ein ekliges Spiel wird. Ich persönlich freue mich auf 2 alte Mitspieler und da wollen wir natürlich weiterkommen.